Schönen guten Tag auch. Willkommen hier aus dem Ideen-Expo TV-Studio. Das ist logischerweise Ideen-Expo TV. Und wir senden hier jede halbe Stunde live von der Ideen-Expo in Halle 9 im lila Bereich Kommunikation. Ihr könnt gerne vorbeikommen. Wir sind am Stand K314. Und ich habe Besuch und ich frage schon mal vorher, soll ich Happy Birthday singen? Ist ja schon fast wieder vorbei. Eigentlich, ne? Ja. Sie hatten neulich Geburtstag. Wir haben zu Gast Sozialministerin von Niedersachsen, Aygül Özkan. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Alles gut? Alles gut. Einen schönen Tag hier schon verbracht. Der ist noch nicht zu Ende. Ich wollte gerade fragen, haben Sie schon was Ordentliches erlebt hier? Ja, ich war Samstag bei der Eröffnung da, hatte die Gelegenheit, mit meinem Sohn hier schon einige Stunden zu verbringen, der das natürlich mit ganz anderen Augen sieht. Heute, der ist 9. Okay. Und hat ganz spannend sich auch seine Themen ausgesucht. Ja. Hat aber auch gleich gesagt, hier müssen wir wiederkommen, der eine halbe Tag reicht nicht. Und wir waren heute natürlich eher Erwachsene, das Kabinett mit den unterschiedlichen Ministern und dem Ministerpräsident auf einem Rundgang. Da haben wir natürlich noch einen ganz anderen Blick gehabt. Was macht denn eigentlich eine Sozialministerin? Ich bin zuständig für ganz viele Politikfelder. Das ist zum einen Soziales, also Menschen mit Behinderung, Behindertenpolitik, Seniorenpolitik, Familienpolitik ist in unserem Ministerium angesiedelt, Jugendpolitik, Kinder- und Jugendpolitik, aber insbesondere auch Gesundheit und Integration. Und Integrationspolitik ist ja eigentlich ein Querschnittsthema. Das heißt, es reicht in alle Felder rein, Menschen mit Migrationshintergrund in ihrem Leben mit ihren Themen mitzunehmen. Und ich bin verantwortlich natürlich, um Rahmenbedingungen zu setzen, Gesetzesvorhaben auf den Weg zu bringen, Inhalte natürlich auszuloten mit Verbänden, mit Beteiligten, aber insbesondere auch vor Ort zu sein, bei den verschiedenen Einrichtungen, bei verschiedenen Projekten, wie zum Beispiel heute die Ideen-Expo, zu schauen, wie kommt es an, können wir Dinge noch verändern, können wir Rahmenbedingungen setzen, Anreize zum Beispiel, um junge Leute stärker an Technik und Wissenschaft heranzuführen. Und wie kommt es an? Ich meine sehr gut, es ist eine Erfolgsgeschichte. Wir haben 2007 angefangen mit einem Fragezeichen. Gelingt es uns, junge Menschen hierher zu locken aus verschiedenen Teilen Niedersachsens, mittlerweile muss man sagen aus verschiedenen Regionen Deutschlands. Das ist uns 2007 schon gelungen, 2009 noch besser. Und wie es jetzt sich abzeichnet, sind wir dieses Jahr tatsächlich einen ganz großen Schritt weitergekommen. Besucherrekord und vor allen Dingen so viele Aussteller aus so verschiedenen Themenfeldern, dass ich ganz froh bin. Und vor allen Dingen, wenn wir über Fachkräftemangel sprechen, über Zukunftsthemen, wie welche Ausbildungsberufe haben eine Zukunft, dann ist das genau die richtige Messe zu zeigen, Jugendliche, ihr habt eine ganz tolle Zukunft. Mit welchem Exponat konnte man Sie denn überraschen hier auf der Ideen-Expo? Was wussten Sie zum Beispiel noch nicht? Oh, da gibt es eine ganze Menge. Also alles das, was man aus seiner Erinnerung wieder herauskramt, wie funktioniert ein Elektromotor, den selbst zu basteln. Das habe ich am Samstag mit meinem Sohn zusammen basteln können. Aber eben auch der Stand von Pheno. Wie funktioniert Auftrieb? Ganz einfache Dinge, die man sich wieder in Erinnerung holen muss und dann feststellen muss, dass diese Grundregeln, das, was mir Kindern und Jugendlichen hier beibringen, ja ganz entscheidende Dinge sind in der Entwicklung, zum Beispiel in der Fahrzeugentwicklung, in der Technikentwicklung, weiter in den Mobilitätsfragen. Und das, denke ich, ist ganz spannend, Kindern zu zeigen, dass diese elementaren Dinge viel, viel, sehr viel damit zu tun haben, wie man Technik auch weiterentwickelt. Ja. Jetzt können Sie uns vielleicht ein bisschen erzählen, was so Ihr Werdegang war. Wie sind Sie zu dem geworden, was Sie heute sind, Sozialministerin? Ich habe die Grundschule besucht, dann das Abi gemacht auf dem Gymnasium, bin dann einen juristischen Weg gegangen, habe Jura studiert, mein Referendariat gemacht und bin dann damals in die Wirtschaft gegangen und habe in zwei großen Unternehmen gearbeitet, habe Führungspositionen eingenommen, mehr Vertragsrecht, mehr eben auch Führungsaufgaben übernommen. Und dann bin ich über das Ehrenamt, weil ich sehr viel ehrenamtlich mit jungen Menschen gearbeitet habe, die ich unterstützt habe in der Findung von Ausbildungsplätzen und migrantischen Unternehmern, die zusammenzubringen, bin ich auf die politische Arbeit gestoßen, habe mich mit Politik beschäftigt und bin in die CDU eingetreten und habe dann kandidiert für die Abgeordnetentätigkeit. Und dann kam der Ruf nach Niedersachsen, als ich gefragt wurde, ob ich Sozialministerin hier werden möchte. Und ich habe gesagt, ja, weil mein Motto war, viel zu gestalten und gestalten statt meckern.
heißt auch manchmal Verantwortung übernehmen und dann auch zu sagen, ja, ich möchte mitgestalten. Ja. War das Ihr Mädchentraum damals, als Sie klein waren? Ich habe schon sehr viel hinterfragt. Ich habe nicht immer alles so hingenommen, es ist eben so, sondern gefragt, warum, weshalb, was kann man noch besser machen, was kann man verändern. Ich denke schon, dass das aus meiner Kindheit herrührt, dass ich neugierig war, dass ich offen und direkt an die Sachen herangegangen bin. Und diese Offenheit, diese Direktheit braucht man auch in der Politik, die Neugier. Aber insbesondere, man braucht eben auch das Gefühl für Menschen. Man muss mit Menschen gut umgehen können, man muss Menschen mögen. Mhm. Man kann sich nicht abkapseln und das ist, denke ich, eine Kombination aus vielen. Hatten Sie einen konkreten Berufswunsch als Kind früher? Ich wollte zum Beispiel Pilot werden. Hat prima geklappt, wie man heute sieht. Sie haben das gerade angesprochen. Ich wollte Pilotin werden. Okay, ach so. Es wäre gescheitert, weil ich eben eine Sehschwäche hatte. Ja. Also das wäre in der Auswahl, also in den Voraussetzungen nicht gelungen. Und ich bin relativ klein, also für den Beruf. Man muss eine bestimmte Körpergröße haben. Also das wäre gescheitert. Ich wäre gerne Pilotin geworden. Ich fliege sehr gerne immer noch, interessiere mich. Ich habe keinen Pilotenschein, aber man weiß es ja nicht. Vielleicht finde ich die Zeit irgendwann dafür. Aber ich wollte schon mit Menschen arbeiten und also der nächste Wunsch war schon gestalterisch mit Menschen zu arbeiten und das habe ich mir jetzt erfüllt. Ja. Ich war einfach zu schlecht in Mathe für den Pilotenberuf. Musste man das gut können? Mein Vater hat mir gesagt, man muss gut in Mathe sein und dann habe ich es aufgegeben. Ja, hätte ich mal vielleicht dranbleiben sollen. Was machen Sie denn jetzt heute noch so, nachdem wir hier gesprochen haben? Gehen Sie noch eine Runde rum? Ich gehe noch eine Runde rum. Wir hatten uns ein paar Stationen ausgesucht, ein paar Aussteller. Und dann geht es weiter nach Melle, wo ich heute noch zwei Veranstaltungen habe, dort sprechen werde. Und die Menschen dort erwarten mich, weil wir natürlich in dem Thema Sozialpolitik große Herausforderungen für die nächsten Jahre in Niedersachsen haben. Und es ist eines unserer Aufgaben, das auch den Menschen zu vermitteln. Ja. Ich kann mir vorstellen, als Ministerin ist man in allem, was man tut, recht oft beobachtet. Das haben wir auch getan. Wir haben Sie am VW-Stand gesehen und dachten, wir halten mal unsere Kamera drauf. Vielleicht können Sie mal kurz erzählen, was Sie da gemacht haben, wenn wir das kleine Filmchen sehen. Das ist der Prototyp des neuen Fahrzeugs. Und ich habe mich heute Morgen schon, heute Mittag schon umgesehen und war aber ganz begeistert und bin eingestiegen und habe natürlich mal geschaut, wie sieht das Instrumentenfeld aus, wie ist das Gefühl, wenn man am Steuer sitzt, wie ist die Haptik, so heißt das ja, dieses Gefühl, wenn man das Material anfasst. Und natürlich auch geschaut, gibt es da Unterschiede zu den Fahrzeugen heute. Mittlerweile geht man ja über und hat gar keinen Schaltknopf mehr, der ist noch drin. Und natürlich das Raumgefühl. Es ist sehr klein, eng, aber es ist eben auch sehr gemütlich. Man fühlt sich wohl und gut aufgehoben. Ja. Sie meinten gerade, Sie haben selber ein Kind, was zur Schule geht hoffentlich. Ja. Wie ist es denn, was glauben Sie persönlich? Wie kann man sozusagen dieses Gefühl, diese Begeisterung der Ideenexpo vielleicht in die Klassenräume reinkriegen? Also natürlich brauchen wir Lehrer und viel früher noch die Erzieher, die eben die Neugier wecken in den Kindern, die auch dieses Fragen, also den Raum für Fragen und Antworten auch lassen, selbst auch herangeführt werden, wie kann man das fördern, dieses Fragen und Antworten. Und natürlich Freiraum, etwas auszuprobieren. Yeah. Also wir haben leider natürlich eine Gesellschaft, wo wir viel konsumieren. Konsumieren heißt eben mit den neuen Medien, die uns zur Verfügung stehen, kaum noch selbst etwas anfassen, etwas gestalten. Das muss viel mehr im Vordergrund stehen. Das können wir in die Unterrichtseinheiten, aber auch in die Nachmittagseinheiten einbauen, dass das ausprobieren und auch mal außerhalb der Schule, der Klassenräume irgendwo hingehen und sich auch etwas vorführen lassen, eben immer noch ein großer Bestandteil bleiben muss. Sie wohnt in Hannover? Ja. Am Freitag Juli oder am Samstag Jan Delay? Ich würde fast sagen Jan Delay. Bin ich dabei, dann sehen wir uns ja da. Ihnen vielen Dank und noch einen schönen Tag hier auf der Ideenexpo. Danke Ihnen, viel Erfolg hier und viel Spaß noch. Dankeschön, nett. Gutes Klima im Einkaufskorb, darum soll es hier um 17 Uhr gehen bei uns im TV-Studio, denn wir kriegen Besuch von der Deutschen Bundesstiftung für Umwelt. Wie gesagt, 17 Uhr hier, kommt doch gerne vorbei, Stand K314. Bis denn.